Anfang der 90er Jahre krempelte eine Gruppe 20-jähriger Jungspunde die Spieleindustrie ohne finanzielle Mittel oder Unterstützung großer Unternehmen um. Sie schrieben das Buch für Softwarevermarktung neu und legten den Grundstein für den heutigen E-Sports-Markt. Sie waren id Software. John D. Carmack II. War ein kleines Genie. Bereits in der zweiten Klasse erzielte er beinahe perfekte Ergebnisse in jedem Test. Parallel erfand er selbst Abenteuer, die er als Spielleiter für seine D&D-Freunde auslegte. Obwohl er mit dem Stoff in der Schule gut klarkam, waren die Dogmen und Strukturen nichts für John D. Er begann sich über Religion auszulassen und brachte seine Klassenkameraden zum Heulen. Bis ihn einer seiner Lehrer an einen Apple II setzte. Der Computer sprach in Mathematik und gehorchte John Dee aufs Wort. Er erkundete zunächst Spiele wie Space Invaders, Asteroids sowie Battlezone. Mit seinen überwältigenden Noten landete er im Gifted and Talented Program der Shawnee Mission East Public School. Er lernte dort Basic und fand sich sehr schnell im Ultima Code zurecht. Womit sein erster Hack die Modifizierung der Fähigkeitenpalette seines Ultima-Charakters wurde. Mit 12 Jahren fiel ihm das Buch Hackers – Heroes of the Computer Revolution in die Hände. Eine Offenbarung für John Dee. Es erzählte die Geschichten von Bill Gates, Ken und Roberta Williams und Richard Ultima Garriott. Alles sogenannte Hacker. Sie waren Abenteurer, Visionäre, Risikoträger und sie sahen Computer als ein wahrhaft revolutionäres Werkzeug an. John Dee erlernte erste kleine Tricks wie das Phone Freaking und kam so über die kostenlos nutzbaren BBS an die ersten Multi-User Dungeons, textbasierte Rollenspiele. John Dee hielt sich nie an die Regeln dieser Welt und da seine Eltern ihm keinen Apple kaufen wollten, brach er mit 14 Jahren in die Schule ein und wurde beim Diebstahl eines Apple II Rechners ertappt, was John Dee ein Jahr Jugendvollzugsanstalt einbrachte. Aber im Anschluss bekam er seinen Apple II. Für seine ersten selbstprogrammierten Spiele wartete John Dee nicht auf eine göttliche Eingebung. Er kopierte einfach Konzepte, die schon da waren. Sein erstes Spiel, Shadowforge, war schlichtweg eine Kopie von Ultima 1. Mit 18 Jahren wohnte er im Herbst 1988 zwei Semester der University of Kansas bei, bevor er wieder ausstieg, weil ihm die Herausforderung fehlte. Und er die Vorlesung als eine Unterdrückung seiner Kreativität sah. Stattdessen fuhr er lieber nebenbei Pizza aus, während er hauptsächlich Spiele programmierte. Als Vertriebspartner seiner Spiele nutzte John Dee Softdisk, eine kleine Firma in Shreveport, Louisiana. Sie machten aus seinem Shadowforge eine Dark Designs getaufte Trilogie, die John Dee sowohl für Apple II als auch den PC programmierte. Mit jedem neuen Spiel bat ihn Softdisk zu einem Vorstellungsgespräch für einen dauerhaften Job vorbeizukommen. Er lehnte mehrere Mal ab, gab jedoch eines Tages nach und fuhr den langen Weg nach Shreveport. John Romero war in Spielhallen aufgewachsen, von denen ihn seine Eltern versuchten fernzuhalten. Deswegen fuhr er stattdessen mit gerade mal 12 Jahren ins nahegelegene Sierra College und spielte dort im Computer Lab weiter. Seine Begeisterung für die Spiele führte zu einer Art Unterricht. Jeden Samstagmorgen ließ er sich von Studenten zeigen, wie er auf den kühlschrankgroßen Hewlett-Packard Mainframe-Computern Basic programmieren konnte. Innerhalb weniger Wochen hatte Romero sein erstes eigenes Text-Adventure geschrieben. Die Eskapaden führten nebenbei dazu, dass Romeros Schulnoten schlechter wurden und so setzte es dauerhaft Prügel von seinem Stiefvater. Als jemand, der von klein auf in Comics verliebt war, begann Romero im Kunstunterricht selbst Comics mit Titeln wie 10 Different Ways to Torture Someone oder How to Drive the Babysitter Mad zu zeichnen. Trotz Anmerkungen, dass Comics nicht so gewalttätig sein mussten, bekam Romero dafür eine 2+.
Die neue Computergeneration des Sierra Colleges waren Apple II Minicomputer, auf denen Romero Richard Garriott's Ultima sah und seinen neuen Liebling Castle Wolfenstein. Von da an verbrachte John Romero dermaßen viel Zeit am College, dass seine Eltern ihm zum 15. Geburtstag letztlich einen Apple II für zu Hause kauften. Für das folgende Weihnachtsfest 1982 wünschte sich John zwei Bücher, Apple Graphics, A K-Tutorial und Assembly Lines. Diese Bücher gingen John Romero ins Blut über. Er programmierte seine ersten Spiele, versah sie mit seinen eigenen Zeichnungen und verkaufte sie in der Schule. Im März 1984, mit gerade mal 16 Jahren, kam sein erster Durchbruch. Das Apple-Magazin Insider publizierte Johns Code für Scout Search, ein simples, aber spaßiges Labyrinthspiel. Sie zahlten ihm $100 dafür und waren interessiert, weitere Spiele von John Romero zu veröffentlichen. Nachdem er bereits 10 Spiele publiziert hatte, besuchte er im September 1987 das Apple-Fest, eine Zusammenkunft von Computer-Enthusiasten, unter denen auch Firmen wie Sierra und Origin waren. Ein Redakteur des Uptime Magazines, für das John ebenfalls Spiele geschrieben hatte, bot ihm dort einen Job an. Doch John antwortete nur, er denke darüber nach und nahm Kurs auf den Origin-Stand. Er stellte sich an einen der Rechner, auf denen das neue Ultima 5 lief, ignorierte die Bemerkung, er dürfe nicht seine eigenen Disketten reinstecken, und als eine aufgemotzte Version seines Labyrinthspiels über den Monitor flimmerte, änderten sich die Anfeindungen der Dame in die Frage, suchst du einen Job? 2 Monate später, im November 1987, fuhr John Romero für seinen ersten Arbeitstag zum Origin-Büro in New Hampshire. Doch die Beschäftigung hielt nicht lange an. Als sein Chef bei Origin ein eigenes Startup aufziehen wollte, sprang John auf den Zug auf und verlor. Aus der Firma wurde nichts und John Romero stand wieder auf der Straße. Er rief den Redakteur des Uptime Magazines, Jay, zurück, doch der hatte gerade seinen Job aufgegeben. Er wollte stattdessen zu Softdisk in Shreveport und fragte John, ob er dahin nicht mitkommen wollte. Softdisk war ein Unternehmen, was für die heutige Jugend wahrscheinlich etwas schwerer vorstellbar ist. In der Prä-Internet-Ära, als die ersten Bulletin-Board-Systeme aufkamen, hatte Softdisk eine kostengünstige Alternative dazu geboten. Durch eine monatliche Gebühr von $9,95 erhielten Abonnenten von Softdisk jeden Monat eine Diskette mit Geschäftssoftware. Bis 1987 war dieses System auf 100.000 Abonnenten angewachsen. Ihr Geschäftsführer, L. Vecovius, ein ehemaliger Mathematikprozessor, führte dadurch zwischenzeitlich ein 12-Millionen-Dollar Geschäft mit 120 Angestellten. John Romero wurde einer von ihnen. Er stach jedoch nach relativ kurzer Zeit durch seine exzellente Programmierung und schnelle Auffassungsgabe heraus, verbrachte dadurch viel Arbeitszeit damit, die Probleme seiner Kollegen zu lösen, und war vom Job angeödet. So drohte John Romero eines Tages seinem Chef Al, die Firma für LucasArts zu verlassen, wenn er nicht Spiele entwickeln dürfte. Die Drohung führte zur Gründung von Gamers Edge, einer Softdisk-Spieleabteilung, die alle 2 Monate ein Spiel veröffentlichen sollte, für das sich John Romero ein kleines Team zusammenstellen durfte. Romeros Wahl fiel auf Tom Hall, der schon ein Jahr länger bei Softdisk war und in seiner Freizeit Legend of the Star X programmiert hatte, eine Mischung aus Per Anhalter durch die Galaxis und Star Wars. Bei seiner Suche in der Firma erzählte ihm Jay, mit dem Romero zu Softdisk gekommen war, von einem Spiele Wunderkind, das zufällig für ein Vorstellungsgespräch auf dem Weg zu Softdisk sei. Geschäftsführer L gefiel die Einstellung des 19-jährigen Carmex gar nicht, aber Romero und er konnten gar nicht mehr aufhören, über ihre gleichen Erfahrungen bei der Spieleprogrammierung zu reden, die sie unabhängig voneinander gemacht hatten. L spendierte ihnen die neuesten und schnellsten 386er PCs und die beiden überraschten ihn bereits nach wenigen Tagen, weil sie 2 Spiele im ersten Monat und nicht eins alle 2 Monate herausbringen wollten. Carmack war mit seinem dritten Spiel der RPG-Trilogie The Catacomb fertig und Romero hatte Dangerous Dave programmiert. Es war ein simples Jump'n'Run, bei dem der Spieler durch Räume springen und Schätze einsammeln musste, ohne dabei zu sterben.
Obwohl John Romero ebenfalls gut zeichnen konnte, brauchte das Team einen richtigen Künstler. Sie fanden ihn in Form von Adrian Carmack. Trotz des gleichen Nachnamens hatte Adrian keinerlei familiäre Beziehung zu John. Er war in Shreveport aufgewachsen, hatte das örtliche Art College besucht und war anschließend im Art Department von Softdisk gelandet. Dieses vierköpfige Team, bestehend aus den beiden Johns, Adrian und Tom, sollte in den nächsten Jahren die Spielindustrie revolutionieren. Der Anfang davon begann genau an diesem Punkt. Für die zweite Ausgabe von Gamer's Edge experimentierte John Carmack zur Zeit von CGA und EGA Grafikkarten mit Scrolling. In den Spielhallen war es etwas vollkommen Normales, genauso auf Commodores C64 und Amiga Heimcomputern. Aber auf den PCs, die überhaupt nicht für Spiele konstruiert gewesen waren, hatte es noch keiner flüssig reproduziert. John Carmack gelang dieses eines Nachts im September 1990. Er hatte eine Methode gefunden, tausende animierte Pixel seitlich über den Bildschirm scrollen zu lassen, ohne dass der PC alles komplett neu zeichnen musste und dadurch in die Knie ging. Zusammen mit Tom hatte er daraus einen kleinen Dangerous Dave 2 Demo-Level gemacht und Romero auf den Schreibtisch gelegt. Als dieser am nächsten Morgen ins Büro kam, haute ihn das Ergebnis um. Dem Quartett war direkt klar, dass sie auf Gold gestoßen waren und sie sahen überhaupt nicht ein, es mit Softdisk zu teilen. Sie hackten einen perfiden Plan aus, der sie reich machen sollte. Statt Überstunden für Softdisk zu schieben, nahmen die vier eines Freitagsabends die komplette Hardware des Büros mit und bauten bis Montagmorgen damit eine PC-Version von Super Mario Bros. 3 nach, von dem Nintendo gerade 17 Millionen Exemplare verkauft hatte. Sie erwarteten Millionen, als sie die Demo Nintendo zuschickten, doch sie erhielten lediglich eine Absage. Nintendo hatte kein Interesse, auf den PC-Markt vorzudringen. Sie waren mit ihrem Konsolenerfolg zufrieden und hatten somit keinerlei Verwendung für die vier. Kurze Zeit später machte John Romero eine erschreckende Entdeckung. Er hatte im Verlauf der letzten Monate Fanpost erhalten. Die Fans bewunderten ihn offenbar und stellten alle möglichen Fragen, die Romero jedoch unbeantwortet ließ. Dann las Romero in der aktuellen Ausgabe von PC Games zufällig einen Artikel über den 29-jährigen Scott Miller, der seine eigenen Spiele vermarktete. Was Romero an dem Artikel aufschieß, war die Adresse: 4206 Mayflower Drive, Garland, Texas. Es war die gleiche Adresse wie auf seiner gesamten Fanpost. Ständig wechselnde Namen, aber immer die gleiche Absenderadresse. Extrem aufgebracht rief Romero bei diesem Scott an, um ihn zu fragen, was für ein krankes Schwein er sei. Im folgenden Telefonat stellte sich heraus, dass Scott Miller einen Weg gesucht hatte, unauffällig mit Romero in Kontakt zu treten, um seine Spiele zu vermarkten. Scott hatte durch den Vertrieb von Shareware bereits $150.000 verdient und wollte das Konzept ausweiten. Da der normale Shareware-Ansatz bei Spielen jedoch nicht funktionierte, war Scotts Idee, nur ein Drittel des Spiels als Shareware-Demo herauszugeben und die anderen zwei Drittel zu verkaufen. Da auf diesem Weg außerdem teure Verpackungen und Handbücher wegfielen, war jedes verkaufte Spiel nahezu Reingewinn. So geschah es, dass John Romero Scott Miller ihre Super Mario Bros. 3 Demo zuschickte und der es mit einer Vorauszahlung von $2000 belohnte. Dafür sollte das Team bis zum zwei Monate entfernten Weihnachtsgeschäft ein ähnliches fertiges Spiel programmieren. So entwarf die Gamers Edge Gruppe tagsüber normale Spiele für Softdisk und nachts ihr eigenes fortgeschrittenes Spiel Commander Keen. Carmack und Romero waren die Programmierer und Tom der leitende Designer, der sich Spieleelemente, Geschichte, Charaktere und Waffen ausdachte. Am 14. Dezember 1990 war es fertig und Scott stellte es pünktlich zum Weihnachtsgeschäft für $30 zum Verkauf bereit. Vor dem Spiel setzte Scotts Firma Apogee ca. $7000 mit Shareware um. Zu diesem Weihnachtsgeschäft wurden es $30.000 und der erste Scheck für das Gamers Edge Team belief sich auf $10.500. Im Verlauf der kommenden Monate würden diese Schecks ihnen weitere $15.000 bis $20.000 monatlich einbringen. Ihr Chef, Al Vicovius, und sein Softdisk-Imperium hatten von all dem keine Ahnung.
Die neuesten Spiele Catacomb 2 und Shadow Knights generierten genügend Umsatz. Es zahlten bereits 3000 Abonnenten 69,96 pro Jahr für die Gamers Edge Spiele. So kam es für L sehr überraschend, als seine komplette Spieleabteilung im Januar 1991 kündigen wollte. Aber L war ein gewiefter Geschäftsmann. Er machte ihnen direkt den Vorschlag, zusammen eine Firma zu gründen, bei der sie den Gewinn teilten und L den Vertrieb sowie rechtliche Belange übernahmen. Besser konnte es gar nicht laufen, also stimmte die Gamers Edge Gruppe zu. Doch überheblich wie die Johns waren, posaunten sie ihren Special Deal unter der gesamten Belegschaft herum, was zu einer Meuterei bei Softdisk führte und in einem Rechtsstreit mit dem Gamers Edge Team endete. So begab es sich, dass der 20-jährige John Carmack und der 23-jährige John Romero zusammen mit Adrian Carmack und Tom Hall im Februar 1991 In Demand Software gründeten, aber verpflichtet waren, weiterhin monatliche Spiele für Softdisk zu programmieren. Dabei kamen Titel wie Rescue Rover oder Dangerous Dave in the Haunted Mansion zustande. Während die anderen Carmack-Scrolling-Routinen für weitere Spiele nutzten, hatte Engine John ein neues Ziel. Einige Monate zuvor hatte Origin Wing Commander herausgebracht. Ein Weltraum-Kampfsimulator, den das gesamte Team mit Begeisterung gespielt hatte. John Carmack wollte diese schnelle 3D-Action auf eines ihrer zahlreichen Labyrinth-Spiele anwenden. So begann Carmack, seine erste 3D-Engine zu programmieren. Obwohl der PC dafür die beste Wahl zu sein schien, waren die damaligen PCs immer noch zu langsam für schnelle Action. Es mussten einfach zu viele Oberflächen berechnet werden. Deshalb konzentrierte er sich nur auf die Berechnung von Wänden und ließ Decken einfach weg. Nachdem die Engine flüssig lief, fehlten nur noch Charaktere in der 3D-Welt. Dafür bediente er sich, wie bei Wing Commander, an simplen Sprites, die auf Basis der Entfernung skaliert wurden. Nach 6 Wochen Programmierung präsentierte Engine John seine Kreation dem restlichen Team, was vom Ergebnis erneut umgehauen war. Sie dachten sich eine futuristische Welt aus, mit welcher der Spieler mit einem Schwebepanzer durch die Gegend fuhr und Menschen vor der nuklearen Apokalypse rettete. Im April 1991 wurde Softdisks Hovertank der Grundstein für das neue First-Person-Shooter-Genre. Parallel setzte id Software die Commander Keen-Reihe mit einer zweiten Trilogie für Apogee fort, für die John Romero ähnlich zufällig wie bei Scott eine Art Beta-Tester engagiert hatte. Der Kanadier Mark Rain hatte sich im Laufe der Zeit als ein derart großer Commander Keen-Fan herausgestellt, dass Romero ihm einfach die erste Beta-Version zugeschickt hatte und daraufhin eine detaillierte Bugliste zurückbekam. Als Mark für einen Besuch bei id vorbeikam, stellte er sich nicht nur als Gamer heraus, sondern ebenfalls als Geschäftsmann. Er wollte id Softwares Spiele vertreiben. Carmack hatte keinerlei Interesse, sich einer großen Firma zu unterwerfen. Aber Romero überzeugte ihn, die 3 nächsten Spiele, Commander Keen eingeschlossen, parallel zum Shareware-Weg von Apogee ebenfalls als Vollversion für Marks Vertriebsfirma Formgen zu publizieren. Apogee-Chef Scott Miller war selbstverständlich alles andere als erfreut über die Nachricht. Aber was sollte er groß machen? Sein Wunderkind feuern? John Carmack war nie wirklich ein Gamer gewesen. Schon bei den D&D-Sessions hatte er immer die Rolle des Spielleiters angenommen, weil ihn die Erschaffung der Abenteuer begeisterte, nicht das Spielen. Genauso verhielt es sich bei den Computerspielen selbst. John Romero war das genaue Gegenteil. Er verstand den Quellcode und gestaltete damit Spiele, weil er wusste, was Spaß machte. Deswegen beschäftigte er sich auch mit vielen Werken anderer Firmen. Die neueste Entwicklung, von der Romero gehört hatte, war Texture Mapping. Ein Prozess, bei dem Texturen auf dreidimensionale Objekte gelegt wurden, statt einfach nur eintönige Flächen zu produzieren. Er rief bei Paul Newres von Looking Glass Technologies an, um sich die Technik von den Veteranen auf dem Gebiet erklären zu lassen. Romero schilderte es wiederum Carmack und der begann, seine Hovertank Engine umzuschreiben. Das Ergebnis war Catacomb 3D, was farblich variierende Ziegelsteinwände bekam und in dem der Spieler Feuerball schleudernd durch ein Labyrinth tastete.
Es erschien über Softdisk 6 Monate vor Looking Glass Ultima Underworld. Catacomb 3D war technisch bei weitem nicht so ausgereift wie die Rollenspielkonkurrenz, aber ein erster Schritt im kommenden 3D-Wettkampf der beiden Firmen. Mit der aktuellen Softdisk-Verpflichtung aus dem Weg brainstormte das Team ihr nächstes Spiel für Apogee. Nach Diskussionen über Adaptionen wie John Carpenter's The Thing und andere Horrorstreifen kam Romero die Idee, seinen Kindheitsliebling Castle Wolfenstein in 3D zu realisieren. Etwas, mit dem sich Carmack und Tom sofort identifizieren konnten, denn als Hardcore-Apple-II-Gamer hatten sie es damals ebenfalls mit Begeisterung gespielt und verstanden Romeros Vision augenblicklich. Ein labyrinthbasierender Shooter, in dem der Spieler Nazis bekämpfte und Hitler aus dem Weg räumte. Im Original Wolfenstein konnte der Spieler die Leichen der toten Soldaten durchsuchen. Das wollten sie in ihrem Wolfenstein 3D auch. Romero rief bei Silas Warner an, dem Erfinder des eigentlichen Wolfenstein, und holte sich dessen Erlaubnis. Er erinnerte sich an seine Comics zurück. All die verrückten Ideen, die er früher über seinen gewalttätigen Stiefvater gehabt hatte und in seinen Comics verarbeitet hatte, flossen in Wolfenstein 3D. Adrian recherchierte einige Elemente aus dem Zweiten Weltkrieg und kam dabei auf Wachhunde, deutsche Schäferhunde, die sich dem Spieler ebenfalls in den Weg stellen sollten. Zusammen mit Romeros durchgeknallten Fantasien wurden daraus äußerst blutige Todesanimationen für sämtliche Feinde. Da der Spieler ständig Gesundheit verlieren und irgendwann etwas zum Regenerieren brauchen würde, kam Tom auf Gesundheitsgegenstände in Form von stilechtem Hundefutter. Apogee hatte id Software $100.000 für Wolfenstein 3D garantiert, aber den Jungs reichte das nicht. Sie waren überzeugt, da etwas ganz Großes zu entwickeln, also wollten sie es auch mit den ganz Großen versuchen. So gingen sie mit ihrer ersten Demo von Wolfenstein 3D zu Sierra Online, die mittlerweile $1 Milliarde mit Videospielen umsetzten. Ken und Roberta Williams sahen sich die Demo an und boten id Software $2.5 Millionen für das Spiel. Da dachten sich die id-Jungs, wenn es so viel wert wäre, könnten sie auch einen Vorschuss von $100.000 verlangen. In dem Moment lehnte Sierra Online jedoch den Deal ab. Zur gleichen Zeit kontaktierte Mark Rain von Formgen Scott Miller von Apogee, die sich gewissermaßen die Vertriebsrechte von id's Spielen teilen mussten. Mark äußerte Bedenken, dass das ganze Blut zusammen mit dem Zweiten Weltkriegsthema für viele Käufer abschreckend sein könnte. Scott fiel daraufhin die leidvolle Aufgabe zu, das Romero zu vermitteln. Doch bei John Romero an Vernunft zu appellieren, war vergebene Liebesmüh. Die Argumentation resultierte im genauen Gegenteil. Wolfenstein 3D bekam zusätzliche Skelette an Ketten und Leichen, die von den Zellendecken hingen. Zudem wurden Blut und Gedärme zufällig in den Leveln verteilt. Und sie implementierten eine Deathcam, welche in bester Snuff-Film-Manier den Tod der Endgegner nochmal hervorhob. Romero wollte sogar eine Funktion einbauen, damit der Spieler auf Leichen urinieren konnte. Am 5. Mai 1992 luden sie die Shareware-Version von Wolfenstein 3D in die id-BBS hoch. Die Entwicklung des Spiels hatte sie rund $26.000 gekostet. Schon im ersten Monat erhielten sie $100.000. Wolfenstein 3D wurde zu einer Untergrundsensation, bevor die Presse überhaupt davon Wind bekam. Spieler riefen an, weil sie es so grandios fanden, andere, weil sie davon kotzen mussten. Der Erfolg von Wolfenstein hatte bei id zahlreiche Folgen. Abgesehen von Gehaltserhöhungen für alle, zogen die vier nach Dallas, Texas, in den Town East Tower mit echten Büroräumen um. Zuvor hatten sie lediglich in einer Holzhütte und einem Apartment in Shreveport und Madison gehaust. Dort stellten sie ebenfalls neue Mitarbeiter ein, die sie erneut Softdisk abwarben. Kevin Cloud wurde Designer und Jay Wilbur Geschäftsführer von id. Eine Aufgabe, der sich keiner der Programmierer gerne widmen wollte. Zusätzlich ließ Scott Apogee-Programmierer zukünftig die Spiele programmieren, zu denen sie bei Softdisk verpflichtet waren.
Das somit erste von Apogee erstellte Gamers Edge Spiel wurde Scuba Venture. Es entwickelte sich jedoch nicht alles positiv bei id Software. John Romero versank immer mehr in Gameplay der eigenen Spiele und Engine John fokussierte sich nur noch auf neue Technologien, wofür er versuchte, den Rest der Firma auszublenden. Für die Entwicklung seiner nächsten Engine verließ Carmack sogar bis zur Fertigstellung das Büro. So drifteten sie langsam auseinander. Um Carmacks aktuelle 2650 Farben-Engine kommerziell erfolgreicher zu machen, mussten sich Künstler Adrian, Creative Director Tom und Level-Designer Romero auf den Wolfenstein-Spin-Off Spear of Destiny für Formgen konzentrieren, während Carmack an der nächsten Generation seiner id-Engine programmierte. Engine John hatte sich zum Ziel gesetzt, ein Rennspiel wie F-Zero für den PC zu realisieren. Somit benötigte seine neue Engine Texturen für den Boden. Er klebte lauter Hitler-Porträts von Wolfenstein zusammen und versuchte damit, möglichst schnelles Gameplay zu realisieren. Doch seine ersten Experimente wurden eher langsamer als schneller. Mit zusätzlichen Texturen für Boden sowie Decke, unterschiedlich hohen Wänden und auf Distanz dunkler werdenden Lichtern reichte die Engine gerade mal für ein Rollenspiel. Also verkaufte id Software die Technologie an Raven Software, einem Brüderpaar, das gleich nebenan gewohnt hatte, bevor id von Madison nach Dallas umgezogen war. Raven Software machte damit das Rollenspiel Shadowcaster für Origin Systems und id verdiente indirekt mit. Spear of Destiny erschien am 18. September 1992 und bei id flatterten dafür nun monatlich weitere 150.000 Dollar-Schecks herein. Andere Firmen drängten ebenfalls darauf, id's Engine für ihre eigenen Spiele nutzen zu dürfen. id lizenzierte die Wolfenstein-Engine sogar an Wisdom Tree, die damit die Geschichte von Noahs Arche erzählten und statt Waffen, Äpfel und Gemüsearten auf Tiere werfen wollten. Außerdem klopfte ein alter Bekannter an die Tür. Nintendo, die id's Mario Bros. Plan abgelehnt hatten, boten ihnen 100.000 Dollar für eine Portierung des äußerst brutalen Wolfenstein 3D auf das familienfreundliche Super Nintendo. Natürlich mit Abstrichen, weniger Blut und Ratten statt Hunden. Für diesen Job heuerte id Software Bill Heinemann an, der bisher Apple II Spiele auf SNES portiert hatte. Bill arbeitete zu der Zeit jedoch hauptberuflich für Interplay, wodurch die einen Interessenkonflikt sahen und die fertige Wolfenstein 3D Super Nintendo Konvertierung rechtlich ihnen gehört hätte. So fiel die Arbeit der Portierung ebenfalls wieder auf Engine John zurück. Unter id Softwares nächstem Spiel stellten sich Kevin und Tom eine Fortsetzung der Commander Keen Reihe vor. Kevin hing die Nazis zum Hals raus und Tom hätte gerne Keen in 3D gesehen. Aber wie üblich im Hause id hatten die Johns das letzte Wort. Sie überlegten stattdessen die Filmrechte für Alien zu lizenzieren, wollten sich aber nichts von Fox diktieren lassen. Das Brainstorming endete mit einer Mischung aus Tanz der Teufeldämon und alienmäßigen Hightech-Waffen. Inspiriert von Martin Scorsese's The Color of Money nannte Carmack es Doom. Creative Director Tom Hall wollte mit Doom eine Geschichte erzählen. Ähnlich wie bei Alien sollte sie mit einer Kolonie, in dem Fall auf dem Mond, beginnen und mit der Zeit immer gruseliger werden. Wie bei der Spieleentwicklung eigentlich üblich, verfasste Tom ein umfangreiches Design-Dokument für die Entwicklung von Doom. Aber Romero hielt schon eine Story für überflüssig. Seiner Ansicht nach war die genauso wichtig wie in einem Porno. Für Romero reichte es, wenn der Spieler einfach die ganze Zeit Angst hatte. Er brauchte nicht langsam an den Grund dafür herangeführt werden. Was für Carmack und Romero wichtiger wurde, war Netzwerkunterstützung, damit Spieler gegeneinander antreten konnten. Diese von Carmack erdachten Deathmatches hielt Romero für die größte Erfindung seit dem Scrolling. Als es zum Leveldesign kam, folgte Tom als einziger seinem Designdokument. Engine John hatte ihn gebeten, Militärbasen zu studieren, um ein entsprechend aussehendes Layout der Level zu erzeugen. Doch das Ergebnis von Toms Arbeit gefiel Carmack nicht. Romeros anschließend angefertigte Alternativversion sah um Längen besser aus. Effektiv verwarfen die John alles, was Tom an Doom machte.
So suchte der sich eine Freundin und verbrachte nur noch die nötigste Zeit im Büro, weshalb Carmack ihn wiederum feuern wollte. Romero sprach sich zwar dagegen aus, aber eine Abstimmung des Teams beschloss das Urteil. Ein Verfahren, was die verbleibenden Teilhaber nun für jede große geschäftliche Entscheidung verwenden wollten. Statt Tom holten sie Sandy Peterson von MicroPros ins Boot, dem es tatsächlich gelang, noch unterhaltsamere Level als John Romero zu designen. Aus technischer Sicht fixte Engine John diverse Bugs und optimierte die Shadowcaster Engine, wodurch sie für Doom doppelt so schnell wurde und obendrein endlich nicht nur 90 Grad Winkel darstellte, sondern auch oktagonförmige Räume zuließ. Neben all dem hatte Romero von seinem Bekannten Sean Green, der zu der Zeit noch bei Apogee arbeitete, gehört, dass deren Firma gar nicht mehr in der Lage war, die unzähligen Bestellungen der id-Software-Spiele zu handeln. Ihre Telefonleitung und Personal reichten dafür schlichtweg nicht aus. Etwas, das die Johns gar nicht gerne hörten. Ihnen entging Gewinn, weil Apogee nicht fähig genug war. Sie testeten es aus und kamen tatsächlich telefonisch nie zu Apogee durch. Deshalb ließen sie Apogee ebenso zurück wie Softdisk, Formgen und Tom. Sie suchten sich keinen neuen Partner, sondern benutzten einfach Apogees Shareware-Prinzip selbst weiter und verbreiteten Doom für $40 über Universitätsserver. Es interessierte sie nicht, ob die Retailer die Shareware-Demos verkauften oder umsonst herausgaben. Hauptsache, sie verbreiteten große Mengen davon. Als id Software Doom am 10. Dezember 1993 auf den FTP-Server der University of Wisconsin luden, versuchten Zehntausende anschließend auf den Server zu kommen. Aber nicht nur die FTP-Server wurden lahmgelegt, durch Deathmatches gingen die gesamten Universitätsnetze in die Knie, weil sämtliche Studenten nur noch Doom spielten. Das wurde zu einem derart großen Problem, dass sämtliche Netzwerkbetreiber begannen, Doom zu verbannen. Obwohl nur 1% der Shareware-Spieler tatsächlich Doom kauften, verdiente id vom Release-Tag an $100.000 pro Tag. Zusätzlich begann Carmack, Doom für sämtliche verfügbaren Systeme zu portieren, bis hin zum Atari Jaguar, was id jeweils $250.000 einbrachte, und Universal Pictures kaufte obendrein die Filmrechte für Doom. Ron Shamovitz kam eigentlich aus der Musikindustrie und wollte das Prinzip, was er dort gelernt hatte, auf Software anwenden. So trat er als Publisher Good Times Interactive an id Software heran und überredete sie, ihm eine Retail-Version von Doom zu machen. Gleiches Prinzip, nur neue Level, die GT Interactive als Doom 2 verkaufen konnte. Er versprach id mindestens 500.000 Verkäufe. Für id machte es vollkommen Sinn. Sie waren genauso bei Wolfenstein-Verfahren. Also machten sich Romero und Co. daran, die Doom-Engine auszuschlachten, während Carmack eine neue schrieb. Doom 2 verkaufte später 3 Millionen Exemplare, aber bevor diese offizielle Retail-Version erschien, spielten bereits 20 Millionen Spieler Doom. Im August 1996 gab es mehr PCs mit Doom als mit Windows 95. Der Ego-Shooter wurde zu einem immensen Phänomen, was unter anderem auf zwei Dinge zurückzuführen war. Als Engine John gesehen hatte, wie Fans Spieledateien von Wolfenstein überschrieben, um ihren eigenen Content zu implementieren, hatte er die Spieldateien für Doom leichter austauschbar gemacht und den Source Code für Level Editor und Utility Programme online gestellt, wodurch eine gewaltige Modding Community entstand und Doom Variationen im Star Wars Universum und anderes entstanden. Der zweite Faktor wurden die Deathmatches. Zusätzlich zu Carmacks Netzwerkmodus hatte der ebenfalls aus Texas stammende Bob Huntley Dwango programmiert, einen Online-Matching-Service, mit dem Spieler von überall sich per Telefon in Doom duellieren konnten. Doch schon der normale Doom-Netzwerkstandard löste einen unglaublichen Hype aus. Im Sommer 1994 entstand das erste offizielle Doom-Turnier, zu dem der gerade mal 26-jährige Meister John Romero selbst antrat.
Romero rückte damit immer mehr ins Licht der Öffentlichkeit, gab Interviews und trieb den Doom-Erfolg nochmal so richtig an. Wie zuvor bei den anderen Spielen versuchte er das Maximum aus dem aktuellen It-Spiel herauszuschlagen. Er lizenzierte die Doom Engine erneut an Raven Software und beaufsichtigte die Entwicklung von deren Spielen Heretic und Hexen, zusätzlich an Rogue Entertainment für Strife. Außerdem schuf Romero eine Community für diese Spiele. Bis Januar 1995 bezahlten 10.000 Leute $8,96 pro Monat, um Dwango nutzen zu können. Dwango verdiente somit 1 Million US-Dollar mit nur einem einzigen Server. Deshalb handelte Romero eine Beteiligung für It aus und installierte weitere Server für Doom, Heretic und Hexen. Obwohl Romero aus der Sicht der meisten alles richtig machte, hielt Carmack die Dwango-Sache für eine beknackte Idee. Schlimmer noch, er sah, dass Romero die meiste Zeit nicht im Büro war und wenn er da war, war er in Deathmatches mit den Arbeitskollegen vertieft. Doom 2 lag hinter dem Zeitplan zurück und Carmack war mit der nächsten Engine beschäftigt, weshalb er einen weiteren Level-Designer in Form von American McGee einstellte, der die Doom 2 Level zusammen mit Sandy Peterson vervollständigte. Bei der Portierung von Wolfenstein für Super Nintendo hatte Carmack etwas Neues gelernt, eine Binary Space Partitioning genannte Technik. Seine neue Engine sollte auf Basis dieser BSP-Technik agieren. Doch dafür brauchte Carmack Ruhe und an die war bei dem Deathmatch-Getöse nicht zu denken. Deshalb änderte er seine Arbeitszeiten. Engine John kam um 4 Uhr nachmittags ins Büro und ging um 4 Uhr morgens wieder. Das Ziel für seine neue Quake Engine war schwerer zu erreichen, als er erwartet hatte. Die Engine sollte beliebig aussehende 3D-Welten darstellen können und gleichzeitig Internet-Matches bieten. Er begann wie üblich mit Forschung und investierte tausende Dollar in Bücher und akademische Unterlagen. Zu seiner Enttäuschung stand ihm sein ehemaliger Freund Romero dabei nicht mehr helfend zur Seite. Er brauchte einen neuen Programmierer, der ihn bei seiner Arbeit unterstützte und ihn wie Romero verstand. Carmack fand diesen neuen Freund in Michael Abrash, dem Autor eines Buches für Computergrafikprogrammierung. Abrash arbeitete zwar für Microsoft, aber als er hörte, was Carmack zu realisieren versuchte, kündigte er bereitwillig seinen Job und kam zu It. Jedes bisherige It-Spiel hatte damit begonnen, dass Carmack den anderen erklärte, was seine neue Engine konnte und Romero hatte dann die Führung für die eigentliche Spielentwicklung und Programmierung von Tools für die Entwickler und Ähnlichem übernommen. Aber als der Punkt für Quake erreicht war, war Romero nicht da. Sowohl die Level-Designer als auch Künstler wussten nicht, was sie machen sollten. Design-Dokumente gab es nicht, weil die Johns Tom Hall gefeuert hatten. Und Engine John brauchten sie zum Game-Design gar nicht erst fragen. Deshalb ging Level-Designer Sandy Peterson eines Abends in Carmacks Büro und beschwerte sich über Romero. Obwohl Carmack überzeugt war, dass sein einst bester Freund sich wieder fangen würde, schrieb er an dem Abend ein Programm, welches Romeros Arbeitszeiten festhielt. Einige Wochen später konfrontierte Carmack Romero mit dem erschreckenden Resultat und drängte sogar auf eine Abstimmung zum Rauswurf von John Romero. Die Mehrheit war zwar dagegen, es führte aber zu einer Gehaltskürzung für Romero. Und das, obwohl Romeros Nebenprojekte der Firma ebenso viel einbrachten wie Carmacks Engine-Entwicklung selbst. Zusätzlich waren die Johns sich erstmalig uneinig über das Designziel von Quake. Carmack wollte das bisherige Doom-Waffenkonzept für Quake beibehalten, während Romero etwas Neues mit mehr Fantasy-mäßigen Waffen vorschwebte. Carmacks Idee gewann, weil das Team ohnehin darauf erpicht war, ein Doom 3 zu machen. Für Romero war das der Anfang vom Ende. Er dachte bereits über seinen Abschied von It nach. Trotz Romeros nun wieder etwas gesteigerter Büroanwesenheit stellte It einen neuen Mitarbeiter ein. Tom Willits kam aus der Doom Modding Community und sollte das Team beim Level Design von Quake unterstützen.
Aus Carmacks Sicht wurden Tims Quake-Level besser als Romeros und das verkündete er lauthals, indem er bestimmte, die Level würden statt Romeros in die Demo des Spiels kommen. Für Romero war das der entscheidende Funke. Er rief Tom Hall an und erzählte dem, dass ihn das gleiche Schicksal ereilt hatte. Tom arbeitete mittlerweile für 3D Realms, was aus Apogee entstanden war, und dort an einem Doom-ähnlichen Shooter namens Prey. 3D Realms produzierte neben Prey haufenweise Doom-ähnliche Spiele, wie Duke Nukem 3D, was viele bereits als Doom-Killer ansahen. Romero besprach an dem Abend, id nach Quake zu verlassen und mit Tom eine neue Firma zu gründen. Id Software selbst waren nicht die einzigen, die von Doom profitiert hatten. Das Spiel und seine Partnerprodukte Heretic, Hexen, Strife und so weiter hatten die GT Interactive Verkäufe von 10 Millionen auf 340 Millionen Dollar anwachsen lassen, wodurch die Firma im Dezember 1996 sogar an die Börse ging. Ihr Schätzwert belief sich auf 638 Millionen US-Dollar, was in einem unverschämten Angebot resultierte. GT Interactive, die Firma, welche durch id groß geworden war, wollte sie für 100 Millionen aufkaufen. In ihrer Laufbahn hatte id schon Leute für viel weniger verrecken lassen. Also entschieden sie, GT Interactive einen mächtigen Schlag zu versetzen. Das viele Jahre zuvor erfolgreiche Shareware-Konzept war bis Ende 1995 quasi ausgestorben. So dachte sich GTIs Chef John Schemowitz nichts dabei, als id Software die Shareware-Rechte von Quake behalten wollte. Vom Ergebnis dieser Entscheidung erfuhr GT Interactive erst aus den Zeitschriften, als es bereits zu spät war. id lieferte Shareware-CD-ROMs von Quake mit einer kodierten Retail-Version aus, die für 9,95 zu haben war. Für zusätzliche 50 Dollar ließ sich Quake so freischalten und id untergrub so den gesamten Verkauf von GT Interactive. Finanziell war es kein so großer Erfolg, wie id geplant hatte, denn findige Hacker schrieben schnell Key-Generators für Quake-CDs. Aber für GT Interactive war das Quake-Geschäft gelaufen. Bei der Vollendung von Quake war klar, dass die Differenzen zwischen Carmack und Romero zu intensiv geworden waren. Romero war überzeugt, Carmack wäre kein Gamer mehr und Carmack hielt Romero nicht länger für einen Programmierer. So versammelte Carmack alle Stimmberechtigten und verkündete seine Entscheidung, Romero rauswerfen zu wollen. Adrian wurde allein bei dem Gedanken schlecht. Für ihn stand fest, dass die Firma beide Johns brauchte. Aber es gab keinen Mittelweg. Entweder Romero flog oder Carmack ging. Als sie Romero mit dem Beschluss konfrontierten, fiel Romero trotz eigener Vorbereitung aus den Wolken. Und es kam erneut zu einem Wortgefecht zwischen den beiden Johns. Letztlich unterschrieb Romero den Vertrag, welcher ihm vorgelegt wurde, und verschwand. Aber er ging nicht alleine. Genauso wie allen klar war, dass John Carmacks Engines das Fundament der Firma waren, wussten sie ebenfalls, dass Romero das Herz der Firma war. Er war der Chef, der gleichzeitig ihr Freund und ein Gamer war. So folgten zahlreiche Mitarbeiter John Romero zu dessen neuer Firma Ironstorm. Leveldesigner Sandy Peterson, die Marketing-Experten Mike Wilson und Jay Wilbur, mit dem Romero einst bei Softdisk angefangen hatte, und Tech-Supporter Sean Green. Carmack verlor sogar seinen besten Freund Michael Abresh. Der folgte zwar nicht Romero, aber ging nach der Quake-Vollendung zurück zu Microsoft. Selbst der Praktikant entschied sich zu gehen. Was id blieb, waren die beiden Carmacks, Kevin Cloud und American McGee, die Tom Hollenshead als neuen Geschäftsführer von id Software einstellten. John Romeros neue Firma Ironstorm nistete sich gleich nebenan im Chase Tower von Dallas ein und entwickelte dort Daikatana, während Carmack sich wie üblich seiner nächsten Engine widmete. Die folgenden Monate wurden jedoch hauptsächlich durch einen Flame War der Johns dominiert. Sie warfen sich gegenseitig Dinge über Plan-Updates und Interviews an den Kopf. id Softwares Spiele hatten die ganzen Grafikkartenstandards der PC-Geschichte mitgenommen. Sie begannen bei den
vierfarbigen CGA-Grafikkarten über 256-farbige VGA bis hin zu Super VGA mit höheren Auflösungen. Während Carmack die Quake Engine geschrieben hatte, etablierten sich die ersten 3D-Grafikkarten von Herstellern wie 3DFX, jedoch noch ohne allgemeinen Standard. Eine Vereinigung dieser kam direkt zum Quake-Release mit OpenGL, was Engine John als nächstes erkundete und wofür er nachträglich eine Unterstützung programmierte, die Quake 20% beschleunigte. Eine Verbesserung, die Carmack für Quake 2 übernahm. Besitzer von 3DFX-Karten bekamen farbige Beleuchtung, glattere Oberflächen und ein flüssigeres, filmmäßigeres Feeling. Die Quake 2 Engine oder auch id Tech 2 Engine wurde bei weitem kein so großer Sprung wie von Doom 2 zu Quake. Aber das weiterhin offene System für Mods und die Lizenzierung der Quake Engines an Firmen wie Valve, die damit Half-Life produzierten, bescherten id Software weiterhin enorme Einnahmen. Außerdem übernahm Carmack in der Öffentlichkeit nun teilweise die Rolle Romeros. Er spielte zwar keine Turniere, aber id veranstaltete Quake-Tournaments. Der Hauptgewinn des Red Annihilation Deathmatch-Tournaments wurde Carmacks kirschroter Ferrari 328, den er zum Wolfenstein-Release gekauft hatte. Kevin Cloud übernahm die Führung der Quake 2-Entwicklung und beschloss daraus, einen geschichtsgeführten 3D-Shooter zu machen. Die Grundidee war, Quake 2 auf dem Film Die Kanonen von Navarone basieren zu lassen, in dem ein alliiertes Geheimkommando die griechische Insel Navarone infiltrierte. Daraus wurde die Operation Alien Overlord, welche die Strock unterwandern sollte. Doch der Großteil der Spezialeinheit wurde bei der Landung getötet oder gefangen genommen und nur der Spieler in Form des Marines Britterman überlebte und musste sich allein zum Strock-Anführer Macron durchkämpfen. Entgegen dem bisherigen id-Spielkonzept mit einer Shareware-Version fürs erste Spiel und neuen Level beim zweiten verwendete Quake 2 nur eine ähnliche Engine und den Lovecraft-ähnlichen Horrorstil. Es bekam ein eigenes Szenario sowie neue Feinde und war ein eigenständiges Spiel. Quake 2 erschien am 9. Dezember 1997 über Activision und kam bei den Fans an für sich gut an. Es wurde jedoch vom Hies Highschool Shooting überschattet, das eine Woche versetzt in West Paducah, Kentucky stattfand. Bereits mit dem Wolfenstein-Release hatte es Probleme mit der Gewaltverherrlichung der von id erfundenen Ego-Shooter gegeben. Und Doom war das erste Spiel gewesen, das damals Senator Liebermans neuem Bewertungssystem zum Opfer fiel. Das Hies Highschool Shooting hatte nun erstmalig finanzielle Folgen für id. Es führte zu einer 130 Millionen Dollar Klage und die Anwälte rieten sämtlichen id-Mitarbeitern, sich bedeckt zu halten. Als Quake 2 fertig war und Carmack zur Trinity Engine übergehen wollte, wurde ihm so langsam klar, dass die glorreiche Zeit der kleinen Teams ein Ende fand. Die Chemie seines Teams war schon lange verschwunden. Dass er sämtliche Wände des Büros hatte rausreißen lassen, um einen besseren Überblick zu bekommen, wer wirklich arbeitete, führte mittlerweile ununterbrochen zu Anfeindungen innerhalb seines Teams. Deshalb war seine Lösung, Quake 3 zu einem reinen Deathmatch-Game werden zu lassen. Nicht damit sich seine Mitarbeiter dort abreagieren konnten, sondern weil so jeder unabhängig voneinander Levelkarten entwerfen konnte und die Berührungspunkte schwanden. Das Team war jedoch anderer Meinung. Sie liebten es, den Spielen endlich mal Geschichte zu verleihen und wollten nicht länger immer das Gleiche machen. Wie üblich blockte Engine schon alle Vorschläge ab, setzte seinen Willen durch und dieses Mal wurde American McGee entlassen. Nun war tatsächlich keiner bei id mehr darauf erpicht, Carmacks tolle neue Engine auszureizen, wodurch Carmack nur noch frustrierter wurde. Er programmierte die leistungsfähigste 3D-Engine, die die Welt je gesehen hatte, aber keiner schien das zu würdigen. Im Februar 1999 hatte die Belegschaft genug. Niemand kümmerte sich um die Koordination des Teams oder Spiels, also verlangten sie einen Produzenten. Woraufhin Carmack Graham Devine einstellte, der Gründer von Trilobite, der Spiele wie Seven's Guest und Eleven's Hour gemacht hatte. Aber durch Graham änderte sich nichts.
Er lernte lediglich, dass jeder in der Firma versuchte, seinen eigenen Willen durchzusetzen. Im Mai 1999 demonstrierte id auf der E3 Quake 3 Arena der Öffentlichkeit. Aber nachdem die geskripteten Szenen von Half-Life ein halbes Jahr zuvor die 3D-Geschichtserzählung auf ein neues Level gehoben hatten, waren die Fans gar nicht mehr so erpicht auf ein Deathmatch-Only-Game. Hinzu kamen die immensen Hardware-Anforderungen von Quake 3 und das gerade aktuelle Shooting an der Columbine High School. Das Spiel stand in keinem guten Licht. Aber es wurde noch düsterer. 2 Wochen vor dem Quake 3 Arena Release brachte Epic Mega Games ihr Unreal Tournament auf den Markt, was nahezu alle Ideen enthielt, die John Carmack für sein Quake 3 öffentlich gepostet hatte, und es mit einem New Age Look und deutlich mehr Variationen bei den Spielmodi übertraf. Ironischerweise waren ein paar ehemalige id-Mitarbeiter wie Jay Wilbur oder Mark Rain an Unreal Tournament beteiligt gewesen. Quake 3 Arena wurde immer noch ein großer Erfolg und half zweifellos den Weg für den E-Sport-Bereich zu ebnen, aber Quake 3 musste sich den Thron nun teilen. id war zu einer Firma geworden, die grandiose 3D-Engines herausbrachte, aber es bedurfte anderer Studios wie Valve, Humanhead, Ironstorm oder Raven, um daraus Kassenschlager zu machen, die jeder kaufen wollte. Im Anschluss an den Quake 3 Release nahm sich Carmack eine Auszeit von der Firma. Als er zurückkam, hatte er sich mit MMORPGs wie EverQuest und Ultima Online beschäftigt und war bereit, der Belegschaft zu verkünden, dass id die Infrastruktur einer solchen Welt erschaffen würde, in der Spieler leben konnten und auf der sich im Nachhinein Spiele aufbauen ließen. Zu Carmacks Enttäuschung fand seine Idee keinerlei Zuspruch. Weder bei den anderen Teilhabern noch irgendeinem Mitarbeiter. Produzent Graham Devine näherte sich zumindest ein wenig Carmacks Gedanken an und schlug stattdessen vor, ein Multiplayer-Rollenspiel zu produzieren, das er Quest nennen wollte. Quest kam sowohl bei den Firmeninhabern Adrian Carmack und Kevin Cloud sowie einigen anderen Kollegen gut an. Aber Carmack hasste die Idee. Er ging nach der Konferenz seine Optionen durch. Sie hatten gerade 3 Quakes gemacht, Wolfenstein war parallel bei Grey Matter Studios in Arbeit, also blieb Carmack nur Doom als Option. Er überzeugte Mitarbeiter wie Tim Willits und Paul Steed, ihnen bei seinem Vorhaben zu unterstützen, und präsentierte Adrian sowie Kevin am nächsten Morgen sein Ultimatum. Entweder id macht Doom 3 oder er verlässt die Firma. Adrian und Kevin hatten keine andere Wahl. Ohne Carmack war die Firma nichts mehr. Aber der Streit ging nicht für alle gut aus. Paul Steed wurde infolgedessen gefeuert. Kurz nachdem Carmack der Öffentlichkeit von Pauls Rauswurf erzählt und im gleichen Post die Doom 3 Entwicklung angekündigt hatte, verkündete er seinem Team, dass Doom 3 sein letztes Spiel werden würde. Zur allgemeinen Begeisterung wurde Doom 3 das genaue Gegenteil von Quake 3. Es bekam lediglich einen 4-Spieler-Mehrspieler-Modus, in dem 4 Deathmatch-Varianten gespielt werden konnten, und konzentrierte sich hauptsächlich auf den Einzelspieler-Modus mit einer für id-Verhältnisse extrem aufwendigen Geschichte. Es wurde chronologisch zum Vorgänger des ersten Dooms und spielte im Jahr 2145 auf dem Mars, wo die Union Aerospace Corporation einen Forschungsaußenposten außerhalb der Erdgesetze betrieb. Sie experimentierten mit Teleportation, fortschrittlichem Waffendesign und biologischen Komponenten. Die Teleportationsexperimente öffneten versehentlich ein Tor zur Hölle und so drangen Dämonen in die normale Welt. Der Spieler schlüpfte in die Rolle eines unbenannten Space Marines, der sich durch die Basis kämpfen und einen Weg finden musste, die Dämonen von der Invasion der Erde abzuhalten. Die fortschreitende Geschichte wurde durch voll vertonte Zwischensequenzen und Nichtspielercharakteren wie dem Master Sergeant Thomas Kelly sowie UAC-Repräsentanten wie Elliot Swan und Jack Campbell erzählt. id Software arbeitete volle 4 Jahre an Doom 3, mehr als doppelt so lange wie an jedem anderen Spiel zuvor. Um die aktuelle Hardware voll ausnutzen zu können, entstand dafür eine Zusammenarbeit mit Nvidia und ATI.
Durch ein Leak bei RTI geisterte bereits Ende 2002 eine Entwicklerversion von Doom durchs Internet. Dennoch wurde Doom 3 beim Release im August 2004 mit 3,5 Millionen Verkäufen zum bis heute bestverkauftesten id-Software-Spiel. Doom 3 wurde nicht ganz Carmacks letztes Spiel, aber die Entwicklung neuer 3D-Engines war nicht mehr so herausfordernd wie früher. Carmack ging es immer nur um den Lernfaktor und neue 3D-Engines wurden nun vielmehr zu einer Optimierung als etwas wirklich Innovativem. Hinzu kam der immense Zeitaufwand für neue Spiele wie Doom 3. Deswegen produzierte id Software von dem Punkt an parallel zahlreiche kleinere Spiele für Smartphones, wie ein Doom-RPG oder Wolfenstein-RPG. id Softwares nächstes Spiel, Rage, würde tatsächlich 6 Jahre in der Entwicklung sein. Während dieser Zeit wurde id Software von Bethesda aufgekauft. John Carmacks Rolle wandelte sich dadurch zum technischen Berater und er verließ id Software einige Zeit später, um sich der Entwicklung von Virtual Reality Technologie bei Oculus Rift anzuschließen. Aber das sind Themen für ein folgendes Video.